Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Colourpop Mystery Box. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sollte es die jeweilige Aktion noch geben, ist die selbstverständlich in der Infobox verlinkt. Schaut gerne mal rein. Ich habe mir nämlich eine Summer Box oder so bestellt für 49 Dollar und ein Palettenbundle für 15 Dollar. Und ja, da sollen auch ordentliche Warenwerte drin enthalten sein. Man darf sich nicht wundern, das, was die in solche Boxen reinpacken, ist sehr, sehr häufig etwas, was vielleicht gar nicht mehr im Sortiment ist oder sehr bald rausgeht, dementsprechend gegebenenfalls auch sehr stark rabattiert ist. Ich setze euch aber die, ja, ich sag mal, regulären Preise hier auch mit rein, dass ihr so einen Richtwert ungefähr habt. Und außerdem ist es so, dass man, wenn man bei Colourpop bestellt, halt Zollgebühren bezahlt, also 19% direkt an den DHL-Boten plus 6 Euro DHL-Bearbeitungsgebühr. Genau, sofern man das weiß, ist alles auf einmal relativ entspannt, kalkulierbar und man bestellt dann ein bisschen häufiger. Das ist leider bei mir jetzt mittlerweile so der Fall. Also ja, ich mag Colourpop, ja, tatsächlich. Und ich finde es so schade, dass wir nicht irgendwie einen direkten Retailer hier in Deutschland haben. Die schrecken da wahrscheinlich alle sehr vor zurück, weil, ja, die sehr viele LEs immer raushauen, ne? Das geht ja immer sehr ab bei denen. Nein, ja, wir gucken mal rein. Ich bin sehr, sehr neugierig und habe das natürlich selber gekauft, ne? I wish, dass, also Colourpop, wenn ihr das seht, sehr gerne könnt ihr mich anschreiben. Vielleicht können wir mal zusammenarbeiten. Was ich auch immer mache, ist, dass ich zum Beispiel auch den Code von der lieben Angelika Nyquist verwende, um dort halt ein bisschen was zu sparen. Angeshka oder so müsste das sein. Ich setze euch das auch mal in die Infobox. Den könnt ihr euch einfach mal abspeichern, weil der ist grundsätzlich gültig, dass man da irgendwie so 10% bekommt immer. Ich finde, das ist schon schön. Also das, ne, da kannst du halt immer einen Deal machen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, eine der beiden Mystery-Boxen waren von dem Code in dem Moment ausgeschlossen, aber das ist nur eine Empfehlung von meiner Seite, ne? Also, wir gucken mal. Ich habe hier das Palettenbundle, das besteht aus 3 Paletten. Wie gesagt, 15 Dollar habe ich dafür bezahlt. Und sie startet hier mit It's My Pleasure. Das scheint mir eine sehr, sehr lilafarbene Palette zu sein. Und ja, es ist alles hier einfach in die Box reingeschmissen gewesen. Ich habe mir einfach ein Video angeguckt von einer amerikanischen YouTuberin, um einfach zu sehen, was jetzt zu welchem Set gehört, ne? Ich habe mir aber die Produkte natürlich nicht von innen angeschaut. Ja, hier raus habe ich auch schon die ein oder andere Palette entweder schon mal gehabt oder ich habe sie noch. Die sind schon sehr, sehr gut von der Qualität her. Colourpop hat es mittlerweile übrigens rausgekriegt, dass die hier auch so ein Gedönsen reinmachen, weil ansonsten sind die Töne halt sehr oft gebrochen. So sieht sie aus. Die ist schon hübsch, ne? Das ist halt so eine richtig schöne Kontrastpalette zu meinen grünbraunen Augen. So eine schöne violettfarbene Palette. Da muss ich mal gucken, ob wir Freunde werden. Dann kommt sie wahrscheinlich mit ins Fullface Beauty Boxen rein. Ja, genau. Aber das finde ich sehr schlau, dass die hier jetzt so ein Ding jetzt in den Paletten drin haben. Weil das weiß ich noch, wie oft hat man da bestellt und dann kam die Palette kaputt an. Und das ist natürlich immer ein bisschen blöd, ne? Weil die hat ja einen weiten Weg aus Amerika. Und ja, dann soll das halt schon irgendwie heile ankommen. Aber manchmal schafft es nicht mal der Sephora aus Deutschland, das heile ankommen zu lassen, ne? Dann habe ich hier die Baby Got Peach Palette. Das finde ich interessant. Auch das ist eine 9-Pan Palette. Also man hat halt in diesem Palettenbundle 3 Paletten drin, die 9 Pfännchen haben. Und Peach finde ich natürlich jetzt großartig, weil wir haben jetzt hier auch als Color of the Year dieses Peachfarbene. Und dann könnte das was werden. Oh, guck mal, hier haben sie es auch drin, ne? Und so schaut es aus. Die ist natürlich sehr zurückhaltend, aber auch sehr, sehr tragbar. Dann haben wir hier relativ randommäßig noch so einen Pressed Glitter Ton drin. Ein Ton, der einen Hauch was von Nars Orgasm mit sich bringt, aber ich glaube ein bisschen mehr Goldanteil mit dabei hat. Schön. Also schön sieht die auf jeden Fall aus, ne? Wenn man auf der Suche nach einer Peach Palette ist, wird man hier sicherlich glücklich mit sein. Okay, ich stelle sie aber erstmal zur Seite, denn ich will natürlich erstmal herausfinden, was ich so generell in dieser Box finde. Und dann gucke ich einfach, was ich davon behalte und so, ne? Und hier habe ich als dritte Palette die Wild Child Pressed Powder Palette drin, die dann wahrscheinlich, sehr, sehr braun sein wird, sehr neutral. Da gucken wir mal. Es war ein Reim. Witzig finde ich, dass hier die Fännchennamen hinten drauf halt so richtig auch wie, ne? Als wenn das irgendwie von einem, ja, keine Ahnung, wenn man, also Flecken von einer Giraffe quasi drauf. Genau, und so sieht sie auch von vorne aus. Ist ein bisschen hübscher, finde ich, ne, als die It's My Pleasure Palette. Oh ja,
Das ist sehr, sehr dunkel, das ist sehr, sehr braun, das ist sehr, sehr schokomäßig, ne? Da muss man auf einen sehr dunklen Look abfahren. Viel Schimmer ist ja auch nicht am Start. Wobei doch, der ist Schimmer, der ist Schimmer. Der, das ist, glaube ich, so ein matter Ton, der so Glitzer auch mit drin hat. Und das ist ein Pressed Glitter Ton. Also ich glaube, das ist so die Palette, die mich jetzt auch aus diesem Bundle am wenigsten anspricht. Ne? Auch wenn sie schön ist, definitiv. Aber so Brauntöne habe ich in anderen Paletten. Aber süß ist sie auf jeden Fall. Cool wäre es halt gewesen, wenn die als Wild Child Palette vielleicht auch so ein paar gelbe Töne reingemacht hätten. Vielleicht auch ein paar braune Töne. Also so eine gelb-braun. Ach Quatsch, grün meinte ich. Gelb, braun, grün. Ich glaube, das wäre geil geworden. Naja. So. Ja, mein Palettenbundle. $15. Finde ich gut. Also kann ich mich nicht beschweren. Da hast du halt wirklich auch, ich sag mal, so ein bisschen randommäßig die Sachen bekommen. Ich finde schön, dass, also den Mix finde ich ja eigentlich sehr schön. Auch wenn ich jetzt so mehr in die warme Richtung was bekommen habe. Ne? Also lila, orange und braun. Ist alles schon sehr, sehr ähnlich beieinander. Cool wäre es gewesen, wenn ihr halt in diesen Bundles auch zugesehen hätten, dass die Paletten wenigstens sehr unterschiedlich so sind von den Farben. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht, dass die dann auch irgendwie noch eine blaue Palette mit reingebracht hätten oder eine grüne oder so. Ich glaube, das wäre ein bisschen nicer gewesen. Aber gut, trotzdem, ich bin da sehr zufrieden mit. Am coolsten finde ich tatsächlich die Baby Got Peach, wobei ich die gleichzeitig auch am schwierigsten finde, weil die halt sehr peach ist, ne? Und zwar komplett. Da hätten die vielleicht ein paar mehr krasse Peach-Töne drin haben können. Egal. Wir gehen jetzt mal weiter zu dem $49-Bundle und da geht die Party jetzt ein bisschen mehr ab. Das lege ich jetzt mal eben vor mich hin, dass wir da ein bisschen besser durchkommen und ich nicht irgendein Produkt vergesse. Wir haben hier auch immer richtig viel, ne, richtig viel Verpackungsfüllmaterial drin. Trotzdem kann es immer wieder sein, dass da vielleicht was blöd verpackt ist und dann halt kaputt geht. So, hier würde ich jetzt auch tatsächlich mit den Paletten starten. Da habe ich nämlich ganze 4 drin. Und das sieht mir von der Farbkonstellation her schon mal ein bisschen abwechslungsreicher aus, als das, was ich euch gerade gezeigt habe. Miss Bliss habe ich hier, die Press Powder Palette, die auch sehr peach-mäßig rüberkommt. Da gucken wir mal, ob die von innen ebenso peachy ist, wie die Baby Got Peach, die ich euch gerade gezeigt habe. Ne? Die scheint irgendwie aus irgendeiner Kollektion zu sein, wo es so ein bisschen um die 90er, 2000er Geschichte vielleicht ging. Oh, hier haben wir auch Peach-Töne drin. Aber auch ein Gelb- und Rosatöne. Also die finde ich ein bisschen ansprechender, einfach dadurch, dass sie bunter ist. Auch wenn das eher eine pastellige Palette ist. Auch hier haben wir einen Press Glitter drin, aber dieser Ton, finde ich sehr, sehr ansprechend. 2, 3 Töne, 4 Töne haben Schimmerpigmente mit in den matten Tönen mit dabei. Und ja, 2 Schimmertöne generell, 2 matte Töne generell. Also die Palette ist ein bisschen aufregender, ein bisschen verspielter. Und ich finde sie hübscher, muss ich sagen. Ja, also da, die finde ich gut. Machen wir weiter mit einer Palette, die, glaube ich, auch ziemlich lange bei uns im Trashy drin war. Die Uhu Honey Palette, das ist diese hier. Das sieht mir nach einer komplett schönen gelbenen oder gelb-goldenen Palette aus. Da habe ich auch schon viel drüber gehört, dass die eigentlich echt gut sein soll. Da muss ich gleich mal einen Blick reinwerfen. Und ich muss natürlich auch noch gucken, welche Paletten ich schon da habe, ne? Dass ich da jetzt nicht irgendwie zu viele Doppelungen habe. Ui, ein Ton hat auch ein bisschen gelitten. Der Palozza, der Pressed Glitter in der Mitte, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und das ist halt wirklich so eine richtige gelb-goldene Palette. Das finde ich cool. Ganz ehrlich, solche Töne hätte ich mir auch ein bisschen mehr in der Natasha Denona Palette gewünscht. Ne? Natasha Denona Gold Palette. Ja, egal. Trotzdem, hier habe ich jetzt diese Schätzelein, bin sehr happy darüber, weil ich die echt schön finde. Und gelbe Looks jetzt im Sommer, Leute, die gehen natürlich ab. Ne? Und ich glaube, wenn man die hier zum Beispiel kombiniert mit der Miss Bliss Palette, hast du so schöne Looks. So schöne, mega geile Sonnenuntergangs- oder Sonnenaufgangs-Looks. Mega krass. Bleiben wir noch so ein bisschen in diesem Orangeton, ne? Orange You Glad. Also das mit dem Orange geht hier natürlich total ab. Was heißt natürlich? Ich verstehe es nicht, weil eigentlich ist es doch eine sehr beliebte Farbe. Wobei tatsächlich, ich glaube, gar nicht so viele zu Orange greifen, wenn sie sich Augenlook schminken. Orange You Glad. Ja. Ich hoffe, was auch immer. Die ist auch schöner als die Baby Got Peach Palette, weil die halt nochmal dieses Kräftigere mit dabei hat. Also die könnte ich mir auch in Kombi mit der Uhu Honey Palette noch besser sogar vorstellen, um da halt entsprechende Looks zu machen. Hast du auch diesen Press Glitter in der Mitte, den Clementine, ne? Das ist schon schön. Hm.
Ist schon cool. Also, was man hier auch für eine Auswahl hat, da weiß man gar nicht, welche man am tollsten findet. Bin ich vollkommen ehrlich. Wobei ich glaube, meine Lieblingspalette ist bislang die Uhu Honey. Und dann habe ich noch die Lilac You A Lot. Das ist natürlich auch witzig. Ne? Also, manche Sachen, da ne, hast du so ein bisschen Flashbacks zu dem anderen, was man sich da hätte auch kaufen können oder vielleicht auch gekauft hat. Aber gut finde ich definitiv, dass sich hier nichts gedoppelt hat. Da muss ich wirklich positiv das einfach mal erwähnen. Hier glaube ich auch mal so ein bisschen, dass wir hier eine eher blasslilere, lilane Palette haben. Nee, teilweise vielleicht, aber sie überrascht dann doch, ne? Holla die Waldfee. Aber schön finde ich sie. Da muss ich noch mal ein bisschen in mich gehen und stöbern. Auch noch gucken, welche ich jetzt auch tatsächlich auch schon da habe, um dann zu gucken, was bleibt, was geht, was dann weiter verlost wird. Ne? Als Otto-Normalverbraucher hätte ich jetzt 7 wunderschöne Paletten bekommen und würde mich, glaube ich, sehr, sehr freuen. Ja, das Einzige, was halt da in dem Farbspektrum noch ein bisschen fehlen würde, wäre sowas Blaues, Grünes. Ne? Wie gesagt, das fehlt hier ein bisschen. Naja, aber trotzdem sehr schöne Paletten, sehr, sehr gute Ausbeute. Aber hier ist ja in dem Paket natürlich noch ein bisschen mehr drin. Da habe ich einmal den Colourpop Luxe Lipstick in der Farbe Cyber Babe drin enthalten. Ich meine, dass ich auch schon einen von diesen Luxe Lippenstiften habe. Die sind so relativ matt, wenn ich mich richtig erinnere. Auch nur relativ. Was hast du denn da? Ich glaube, ich habe hier auch ein paar Besucher mitbekommen. Ich glaube, dem geht es nicht so gut. Also erstmal die Farbe, die ist schon mal hübsch. Aber das hier macht mir dann doch eher Sorgen, sodass ich das eher weniger auf meinen Mund geben möchte und dementsprechend auch nicht essen will. Weil Lippenstift isst man dann ja auch. Ich habe jetzt nicht irgendwie ein Mikroskop da, um das Ganze zu untersuchen. Aber es sieht mir nicht so charmant aus, weswegen ich den dann leider direkt entsorgen werde, weil, ne, better safe than sorry, sagt man ja so schön. Honey Pie Velvet Luxe Lipstick habe ich hier auch noch mit am Start. Das ist dieser hier. Ich glaube, die waren so richtig matt. Mal gucken. Velvet allein sagt es ja auch schon so ein bisschen, ne? Aber das mit dem, das fand ich jetzt gerade echt ein bisschen schade. Es kann natürlich sein, dass einfach in der Produktion da irgendwas dran gekommen ist. Glitzer kann ja auch sein. Das hat ja auch ein bisschen geschimmert, aber Nee. Da mache ich jetzt hier nicht irgendwie ein Tüdelü. Da bin ich eher vorsichtig. Ach, guck mal, das ist ein Liquid Lipstick. Okay, ja, so schaut der aus. Und der ist auch in einem schönen Ton, das kann man nicht anders sagen. Sehr tragbar. Nicht zu dunkel, das habe ich ja sonst auch bei solchen Liquid Lipsticks, wenn die in Buchsen drin sind. Die Farbe gefällt mir. Das mag ich gerne leiden. Habt ihr Erfahrungen mit den Liquid Lipsticks von Colourpop? Wie sind die auf den Lippen? Sind die zu matt? Sind die in Ordnung? Ne? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Noch ein Lippenprodukt habe ich hier. Snitchery X Colourpop. What Like It's Hard? Ein Blush Sticks. Nee, das ist ein Blush. Oh, guck mal, das ist der hier. Ich verstehe nur diesen Namen nicht. What Like It's Hard? Fragezeichen. Keine Ahnung. Mal gucken, wie die Farbe aussieht, wenn die schon so ist. Fühlt sich schon mal hochwertig an. Snitchery sagt mir so nichts, ne? Aber da hatte ich jetzt auch schon öfters wohl mal was in diesen Mystery-Boxen drin. Die LE ist wohl auch nicht so ultimativ angekommen. Ach so, schön. Aber auch nicht unbedingt für jeden Hauttypen geeignet. Ich glaube, für mich wird es noch gerade so gehen, so als fair bis transparent Hautton. Aber wenn man so light ist oder medium, ist er fort. Vielleicht so unter den Augen, um Augenschatten abzudecken oder so. Ne? So wie so ein peachy irgendwas. Aber ich finde das interessant. Also das denke ich schon, dass ich das ins Full-Face-Beauty-Box mit reinnehme. Aber definitiv dieses hier. Der Feather Effect Brow Pen. Achso, was ist überhaupt mein Full-Face-Beauty-Boxen? Immer wenn ich halt so eine gewisse Anzahl an Produkten zusammen habe, mache ich euch einen Schminki dazu und zeige euch, was die Produkte aus den Beauty-Boxen so drauf haben. In der Farbe Light Brown habe ich diesen Feather Effect Brow Pen. Bin ich mal gespannt, was das dann für ein Produkt sein wird. Ob das ein Stift, Filzstift ist oder ob das ein herausdrehbarer, retractable, hast du nicht gesehen, ist? Nee, das ist ein Filzstift. Okay, damit malst du dir so Härchen nach. Ja, das kann man definitiv machen. Würde ich jetzt halt eher verwenden für, wenn man nochmal so leichte Korrekturen macht und nicht um die komplette Augenbraue damit zu malen. Ich denke, in meinem Full-Face Beauty Boxen werde ich es komplett machen, weil man hat sehr selten Augenbrauenprodukte drin. Und Light Brown ist jetzt schon eine Farbe, wo ich sage, das kann ich wohl tragen, ne?
So, dann habe ich hier noch zwei Super Shock Shadows drin. Und zwar einmal eine wunderschöne Farbe, Ladybug. Sieht echt hübsch aus. Ne? Also das sind halt so Monolidschatten. Und ja, finde ich okay. Colourpop steht ja auch ein Stück weit dafür, deswegen finde ich es okay, dass es mit drin ist, vor allem, weil du den hiermit auch richtig gut kombinieren kannst, mit der Farbe Rocky Start. Das ist so ein richtig schönes Schokobraun in Schimmer und diese Super Shock Shadows sind halt wirklich Butter und die sind wundervoll auf den Augen. Ich verwende es halt nicht, ne? Deswegen, also für mich, die werden nicht bleiben. Die haben aber eine ganz besondere, geile Qualität, muss ich wirklich sagen. Und das letzte Produkt aus dieser 49-Euro-Box ist hier von Colourpop X Marial. Den müsste ich aber noch haben. Virtual Reality Super Shock Blush Matte. Das ist ein Blush, also der zweite Blush auch in der Box. Schaut so aus und ich meine auch, dass wir den mal in einer vorigen Mystery Box drin hatten. Das heißt, so manche Produkte, die wir jetzt in Mystery Boxen hatten, haben sich jetzt auch gedoppelt. Trotzdem finde ich, dass ich hier auch eine schöne Ausbeute habe. Also für 49 Dollar plus, ne, 19% plus 6 Euro. Also insgesamt habe ich, glaube ich, 17,23 Euro an Zoll und Gebühren bezahlt. Ist es alles vollkommen in Ordnung? Also ich beschwere mich da definitiv nicht. Ich glaube, es macht am allermeisten Sinn, dass wenn man halt diese Mystery Boxen bestellt, dass man sich halt mit mehreren vielleicht zusammentut und vielleicht mit einer Freundin oder mit zwei Freundinnen, ne? Dass man da halt einfach dann die Sachen vielleicht aufteilt oder so, weil man doch von einer Kategorie mehrere Produkte bekommt. So. Und der Inhalt der Mystery Boxen ist wohl auch immer relativ gleich. Das heißt, ich würde jetzt nicht den Fehler machen und zwei Mystery Boxen bestellen in der Hoffnung, dass man zweimal unterschiedliche Produkte bekommt. Das ist jetzt eher selten der Fall. Und aber so, Leute, man hat halt für das Geld richtig coole Produkte bekommen. Ich finde es immer interessanter, mal vorbeizuschauen und hoffe immer auf coole Funde in diesen Boxen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, falls du auch schon mal so eine Mystery Box bestellt hast. Ja, moin. Wie so deine Erfahrungen damit waren und wie du generell Colourpop so findest von der Qualität her. Würde mich echt interessieren. Ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.